Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seid richtig bei Dieser Dad, auch wenn da der Energiesparkommissar sitzt, den wahrscheinlich einige von euch kennen, die sich fürs Thema Energie interessieren. Hallo lieber Carsten, schön, dass du da bist. Grüß dich Tobias, ja, schön hier zu sein in Konstanz, ja. Ne? Bin ich nicht so oft. Das Thema ist, ich habe ein Haus oder eine Doppelhaushälfte, die so aus den 50er Jahren ist, auch schon mal umgebaut. Und da hat man immer gesagt, ja, Wärmepumpe geht nicht. Ne? Und da braucht man eine Fußbodenheizung oder die Vorlauftemperatur ist viel zu hoch und so. Und ihr wisst ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Energiewende, habe eine Photovoltaikanlage und so weiter und träume natürlich schon seit längerem auch von einer Wärmepumpe statt meiner Gastherme. Und dachte, ich frage jetzt mal einen, der sich doch hoffentlich richtig auskennt oder sicher richtig auskennt, Herr Carsten. Schön, dass du da bist und erzähl doch noch mal kurz, wer du außer dem Energiekommissar so bist. Ja, also ich bin Bauingenieur und Energieberater mit Büro in Darmstadt. Wir haben so ein Team von unten 8, 9 Leuten. Ich bin bei uns für die Beratung zuständig. Das heißt, ich habe eher ein breites Wissen. Ich gehe nirgendwo so tief rein. Und das breite Wissen ist natürlich für so einen Termin wie den wir jetzt vorhaben, perfekt. Mhm. Also was ich jetzt erstmal brauche, ich muss verstehen, was wir hier für eine Situation haben. Ne? Also ich muss das Haus kapieren, ich muss wissen, von wann es ist und was für ein Energieverbrauch und so weiter. Und wenn ich das Gebäude verstanden habe und dann versuche ich dann auch noch die einzelnen Bauteile zu verstehen. Und wenn wir das alles haben und dann gibt es am Ende von mir eine Einschätzung. Was haben wir denn hier für ein Baujahr bei diesem Haus? Das ursprüngliche Baujahr steht da gar nicht drin. Ich glaube, es ist 54 gewesen. Das kommt eher so auf die Dekade an, also 50er Jahre wird schon passen. Es wurde aber dann erweitert um einen Anbau und wir haben dann 2002 diesen Anbau aufgestockt in Holzbauweise und haben das Dach gedämmt, den Keller gedämmt und die Fenster erneuert. Dach gedämmt im ganzen Haus oder nur hier in diesem Anbaubereich? Nee, im ganzen Haus. Im ganzen Haus, okay. Genau. Okay. Dann hat mir Carsten noch verschiedene Fragen zu unserem Haus gestellt. Dass es eine Doppelhaushälfte ist, eine Wohneinheit hat, nicht unter Denkmalschutz steht, eine beheizte Wohnfläche von 150 Quadratmetern hat und als Energieträger Gas. Es gibt keinen Holzofen und wir verbrauchen pro Jahr ziemlich genau 19.500 Kilowattstunden an Erdgas. Also 19.500 Kilowattstunden geteilt durch die 150 Quadratmeter Wohnfläche, das ist eine Energiekennzahl von 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, wenn man Verbrauch auf den Quadratmeter bezieht, kann man es vergleichen. Du könntest es jetzt mit dem Nachbar vergleichen, der sein Haus nicht oder sein Dach nicht gedämmt hat. Häuser aus der Zeit vor 1978, das heißt vor der ersten Wärmeschutzverordnung, die liegen immer so in einem relativ engen Korridor um die 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Mhm. So, das heißt, scheinbar haben die Maßnahmen, die ihr durchgeführt habt, im Dach ein Stück weit schon gewirkt. Was wäre jetzt ein Wert für einen Neubau, den man anstrebt? Ein Neubau liegt so in der Größenordnung 70, 80, also nochmal ein Stück weit drunter, also auch nochmal ein ordentliches Stück drunter. Auch mein Altbau, in dem ich wohne, das Fachwerkhaus, das haben wir in diese Richtung geschafft. Mhm. Aber da haben wir auch alles gemacht, das habt ihr ja noch nicht getan. Noch zum Beispiel keine Außendämmung, ne? Und so. Das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial drin. Das sieht man auch an der Zahl. Also man kann mit so einem Haus auch in Richtung 100 kommen. Man kann auch noch drunter kommen, wenn man so sich ganz, ganz stark anstrengt. Aber erstmal ist ganz klar, es hat gewirkt. Als nächstes. Und dann hat mir Carsten noch ein paar Fragen zum Aufbau des Hauses gestellt. Unten der Keller, der wohnwirtschaftlich nicht genutzt wird, in dem auch die Heizung sich befindet, dann ein Hochparterre, darüber ein Obergeschoss und ein ausgebautes Dach. Das Wichtigste war für ihn, dass also die thermische Hüllfläche über das Dach geht und nicht oben noch ein unausgebauter Dachspitz ist. Ja, das war's schon. Und jetzt können wir uns die einzelnen Sachen mal anschauen. Wenn wir diese Runde durch haben, dann können wir im Prinzip auch schon die Einschätzung machen. Super, ja? Dann laufen wir mal durch. Gut, alles klar. Cool. So, jetzt sind wir erstmal hier in den Obergeschoss. Und was siehst du hier so alles? Na gut, du hast ja schon erzählt, ihr habt das Dach neu gemacht. 2002 war das, genau. Ja. Also wir haben abgedeckt alles und dann aufgedoppelt die Sparren, damit irgendwie was mehr passt. Und weil das Ziel war, dass wir den Dachboden aufmachen und den Kinderzimmern so als Galerie zuschlagen sozusagen. Und Aufdopplung heißt, wie viel habt ihr da reingepackt dann an Dämmung?
Also hier steht Wärmedämmung zwischen Sparren D gleich 180 mm. Wärmeleitfähigkeitsgruppe 35. 18 cm 0,35. Wunderbar. Und das ist natürlich schon sehr, sehr gut und Okay. auch passend für die Zeit. 2002 hast du ja gesagt. Was man heute macht oder machen würde, ist, man packt nochmal eine Dämmlage unten drunter oder oben drüber als Okay. Aufsparrendämmung, einfach, dass auch die Sparren und die Aufdopplung nochmal überdämmt sind. Das haben die damals schon mal nicht gemacht. Aber Okay. alles im grünen Bereich. Also hier gibt es überhaupt gar nichts mehr, was man irgendwie als Maßnahme, solange du hier lebst, nochmal angehen müsste. Ne? Okay, Das cool. passt schon. Super. Dann erzähl doch mal was zu den Fenstern. Wann sind denn die reingekommen? Die sehen relativ neu aus noch. Ja, die sind tatsächlich neu, weil das ist ja der Aufbau auf den Anbau. Das ist 2002 im Zusammenhang mit diesen ganzen Umbaumaßnahmen gewesen. Wir haben damals gesagt, wir wollen Holzfenster, aber was ist das? Isolierglas, irgendwas, Ich ne? gucke gerade mal, ob ich was finde. Ah ja, hier ist eine Prägung 2002. Ja, das passt. Okay. Genau. Und die sind alle von 2002 im Haus? Nee, in dem Anbau unten, der wurde irgendwann in den 80ern gebaut und die waren relativ neu und deswegen haben wir die nicht ersetzt. Dann schauen wir uns die nochmal an. Okay. So. Also hier sind wir jetzt in diesem Anbau Ja, genau. und dieser Anbau ist gebaut im Jahr In den in den 80ern. 80ern. Das Ja. heißt, die Fenster sind auch aus den 80ern. Genau, die sind aus den Okay, 80ern, alles ja. klar. Da gibt es Die nämlich 60er, zwei ganz wichtige Dinge, die ich jetzt dazu erzählen muss. ja. Das neuere Fenster von 2002 ist ein wärmeschutzverglastes Ja. Fenster. Das heißt, das ist die modernste Technik, die wir haben. Top Okay, Shit. ja. So, und was wir hier haben, ist aber ein Fenster, das wurde gebaut vor den 90ern. Und die sind vom energetischen Standard nochmal deutlich schlechter. Das wäre so eine Möglichkeit, da ranzugehen, auch weil du hier in diesem relativ kleinen Raum drei Fenster hast. Dadurch, dass es mein Arbeitszimmer ist, heizt sich hier nicht besonders stark, weil zum Denken brauche ich keine 20 Grad. Okay, oh gut. Aber sonst ein guter Hinweis. Okay. So, jetzt sind wir hier schön draußen und können im Prinzip alle Baualtersklassen und alle Bauabschnitte sehen. Soweit ich es verstanden habe, sag, wenn ich was Falsches sage, hier auf der linken Seite, das ist das Teil von den 50er Jahren. Alles, was weiß ist, Ursprünglich, genau. was alles weiß, weiß Ja. ist, ist im Prinzip 50er Jahre gebaut. Dann wurde in den 80er Jahren hier im Erdgeschoss dieser Anbau gemacht, der jetzt mittlerweile aber auch verkleidet ist. Verkleidet wurde er 2002 zusammen, als der Anbau nochmal aufgestockt worden Genau, ist. in Holzständerbauweise Genau. aufgezogen. So, rückwärts chronologisch erklärt, alles, was da oben ist, was in Ja. Holzständerbauweise ist, ist energetisch, ich sag mal, fast auf dem modernen Standard. Okay. Da wirst du nie mehr ran müssen. Cool. So, auch in den 80er Jahren ist der Standard gerade bei den Wänden deutlich besser gewesen als alles, was vor 78 gebaut worden ist. Also auch das ist wahrscheinlich noch Okay. einigermaßen okay. Ja. Wenn überhaupt irgendwie ein Handlungsbedarf in Zukunft auch in Verbindung mit der Wärmepumpe vielleicht existieren sollte, Ja. dann wird es wahrscheinlich der ursprüngliche Bau aus den 50er Jahren sein. Da hatten wir nachgeguckt, das sind so Ziegelmauerwerk, Genau, Lochziegel sind Lochziegel, da ja, genau. eingebaut. Ja, und das ist auch noch relativ dünne Wände, die da sind. Also die haben einen relativ moderaten bis üblen Wärmeschutz. Ja. Ob das dann irgendwie mit der Wärmepumpe trotzdem hinhaut, das werden wir uns gleich nochmal Okay. angucken, wenn wir uns wieder an den Tisch setzen. Dann haben wir noch einen kurzen Abstecher zur Heizung runtergemacht. Da fiel dem Carsten vor allem auf, dass die Rohre insgesamt ziemlich gut gedämmt sind, aber teilweise noch vor allem an den Armaturen was fehlt. Das muss man wohl zwingend machen, vor allem beim Trinkwasserspeicher. So, Kaffee ist da. Du hast einen Tee? Genau, Tee ist auch Zum da. Wohl. Ganz gut, nachdem es draußen so kalt war. Ja, genau. Jetzt hast du viel gesehen. Ja. Wie schätzt es denn ein oder was gibt es noch zu berücksichtigen? Na gut, wir hatten ja ganz am Anfang schon mal diese Energiekennzahl von 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr berechnet und haben schon mal gesagt, das ist in so einer Größenordnung, wo eine Wärmepumpe durchaus machbar und realistisch ist. Wenn es überhaupt noch in irgendeiner Form einen Handlungsbedarf in Zukunft geben wird, dann könnte das die Außenwand sein, die aus diesem 50er-Jahre-Teil stammt. Ne? Also von daher, das ist alles sehr überschaubar. Ich würde aber vorschlagen, bevor man jetzt irgendwie sofort an eine Außenwanddämmung da rangeht für die Wärmepumpe, sollte man jetzt den nächsten Schritt erstmal auch ohne die Außenwanddämmung vielleicht sogar machen. Und zwar, indem man eine Heizlastberechnung durchführt. Wir gucken raumweise, wie groß muss denn anhand des Fensters, das hier eingebaut ist, der Wand, die wir haben, die Leistung sein, die Wärmeleistung sein, damit der Raum auf unsere Solltemperatur, ich weiß nicht,
20 Grad, 21 Grad im Winter immer kommt, egal bei welcher Außentemperatur. Ne? Es gibt dann immer so eine Auslegungstemperatur, Außentemperatur für jede Region, die ist unterschiedlich. Bei uns im Südhessischen sind es minus 10 Grad, die statistisch kältesten Tage des Jahres, die werden dann zugrunde gelegt und dann wird geguckt, wie viel Leistung brauchen wir denn hier drin. Und dann macht man noch einen zweiten Schritt, und zwar man schaut die ganzen Heizkörper, die wir haben. Das sind ja sehr unterschiedliche Heizkörper. Ne? Ihr habt ja so teilweise noch alte Rippenheizkörper, teilweise aber auch schon Konvektoren. Und andere Plattenheizkörper gibt es auch noch. Und dann müssen wir einfach gucken, reichen die aus, um von der Wärmepumpe mit Wärme versorgt zu werden? Die maximale Temperatur, die die Wärmepumpe zu den Heizkörpern liefert, die sollte 55 Grad nicht überschreiten. Mhm. Das wäre im Prinzip so die Grenztemperatur. Mhm. Wenn wir das schaffen, wird die Wärmepumpe auch einigermaßen effizient funktionieren. Mhm. Ne? Und genau das wäre jetzt der nächste Schritt. Wir gucken, wie groß ist die Heizleistung? Schafft der Heizkörper das? Wenn ja, ist alles gut. Da ihr ja schon eine Energiekennzahl habt, die einigermaßen gut ist, so moderat ist, wird auch die System- und Vorlauftemperatur moderat sein. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass es klappen wird mit den 55 Grad. Und selbst wenn es den einen oder anderen Raum gäbe, wo es dann zu eng wird, dann muss man da vielleicht nochmal einen Heizkörper ran. Dann sehen wir uns wahrscheinlich möglicherweise in einem Video, um diese Sache mit den Heizkörpern zu besprechen, oder? Das können wir gerne machen, ja. Super, vielen, vielen Dank, ja, dass du hier heute hier warst. Ich hoffe, das war für euch interessant. Ihr kennt natürlich seinen Kanal, sonst blende ich ihn euch ein, damit ihr ihn abonniert. Gebt mir bitte ein Like auf dieses Video. Abonniert diesen Kanal immer noch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. 85% meiner Zuschauer sind nicht Abonnenten. Und kommentiert unten gerne, was ihr für Fragen habt, zum Beispiel auf das nächste Video. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad. Bye, bye.